Herzlich willkommen zu einem Spezialvideo, denn es gibt nämlich was zu feiern und zwar ein Jahr YouTube. Manche werden sich jetzt vielleicht denken, was ein Jahr, auf seinem Kanal steht doch Juli 14, warum jetzt ein Jahr YouTube? Zu Beginn noch kurz ein paar Sachen. Wir spielen Live SSL, also wirklich live, also hier, ne? Ein paar Leute dabei. Falls ich drauf gehe, ich werde das nicht schneiden, weil das wird quasi mehr ein Talk-Projekt jetzt hier. Deswegen auch kein Cut dann an dieser Stelle, wenn der noch trifft, wird ziemlich geil. Also ich will auch das Spielgeschehen zu viel kommentieren tatsächlich. Falls irgendwas Geiles abgeht, dann kann man das schon mal kommentieren. Dann als zweites, ich weiß nicht, ob das eine reguläre SSL-Folge wird. Also Hashtag 295, glaube ich. Ne, 296, weiß ich gerade nicht. Oder ob ich das wirklich in der... Geil. Oder ob ich das wirklich in eine extra Playlist mache, die somit nichts mit SSL zu tun hat. Ich spiele neben SSL, weil ich mein Gott, wollte jetzt nebenbei ein Standbild haben, ist ja auch ein wenig blöd. Also weiß ich noch nicht, kommt auch ein wenig drauf an. Aber auf was eigentlich? Wie lang das Video wird wahrscheinlich? Nicht, keine Ahnung, muss ich mir überlegen. Also, weil ich da noch eine Folge aufnehme und ja, wie gesagt, das Video kommt jetzt am Dienstag. Wir haben jetzt hier Montag um, was haben wir überhaupt? 20.57 Uhr. Also ich hoffe, dass es kommt. Es wird nämlich sehr viel länger dauern. Auf jeden Fall ein Jahr YouTube steht an. Eigentlich sind es jetzt 266 Tage, weil das erste Video kam gestern vor einem Jahr um 17 Uhr. Also quasi vor ein oder zwei Stunden noch zusätzlich. Bin mir nicht so sicher gerade, wann das Video kommt. Entweder kommt es 18, 19 Uhr, vielleicht auch 20 Uhr, je nachdem wie ich es schaffe. Und warum ich das Video aber trotzdem erst heute hochlade, hat folgenden Grund. Weil heute vor einem Jahr um 17 Uhr kam die allererste SSL-Folge. Statischer Stromschaden, Let's Play Shellshock Live, Hashtag 001 HD+. Die allererste SSL-Folge. Ich habe mir hier tatsächlich mal irgendwas rausgeschrieben, was mir eingefallen ist, weil es einfach aus dem Stegreif zu erzählen. Ich würde was vergessen. Deswegen habe ich jetzt, ich habe tatsächlich drei Seiten Dokument rausgeschrieben, Textdokument, was ich so sagen könnte. Punkt 1 war bei mir so, wie entstand der Kanal, mit welcher Absicht? Wie bin ich überhaupt drauf gekommen, einen Kanal zu machen? Viele werden es wahrscheinlich gar nicht wissen. Aber ich hatte früher tatsächlich einen anderen Kanal, also einen Hauptkanal, der jetzt mittlerweile mein Secondary Channel ist. Aber ich hatte früher, 2014, noch nie die Absicht, ein Let's Play zu machen. Tatsächlich nicht. Also, ja, werdet ihr gleich sehen, warum ich jetzt bei Absicht gerade ein wenig stutz. Zuerst gab es den Best-of-Kanal von Gronkh, von Saraza und von Pizmeat. Der hieß, glaube ich, nur... Erstmal, glaube ich, hieß er dann nur Tamponado. So wie halt früher dieser Kanal hier auch hieß. Dann habe ich ihn umbenannt in Tamponado Best-of und Let's Play. Weil dann kam nämlich auch wirklich Best-of, also Monats-Best-of von Pizmeat. Und dann kam auch Let's Play, der Last of Us, die GTA heißt und so einen ganzen Scheiß, aber... Die waren alle echt von der Qualität her, aber nicht Bullshit. Das war mir über PS3 noch aufgenommen mit der Elgato und schlecht durchgerendert. Wo ich mir jetzt denke, Alter, da lag's ja mal. Ich will nicht mal das Mikrofon jetzt da hier. The fuck. Ich will jetzt nicht mal das Mikrofon hervorheben oder schlecht machen. Das war allgemein der Schnitt, die Aufnahmequalität, das war eigentlich alles scheiße. Oh oh. Boah, Alter. Puh. Dann. Müsste so sein, dass wir bei Matze seinem Kanal, komme ich gar nicht drauf, weil alle Videos gelöscht hat, eigentlich irrelevant. Also wenn wir auf dem Disraelia Channel die Folgen, dazu gleich, haben wir halt auch mal Rainbow Six, wirklich Let's Plays, waren 60 Folgen, nebenbei haben wir noch ein wenig Trials gezockt, aber auch SSL. Weil ich meine, wir sind ja alle auf SSL gekommen durch Pizmeat. Matze hat dann ein Vierer-Pack gekauft von SSL und deswegen hatte ich die Version quasi mal wieder kostenlos. Warum ich sag mal wieder, weil RSS war das gleiche Prinzip. Haben wir es auch LP'd, bloß dann war halt bei allen irgendwie wegen die Motivation weg, da immer aufzunehmen und schneiden, weil ich meine, wir haben immer, es ist selber nicht so, aber bei RSS haben wir immer die sich durchgeladen, die halt am spannendsten war. Also wenn einer mit 0,4 rausgeht, der eine geht mit 10,4 raus oder mit 10,2 raus, ist halt ein wenig spannender bei dem dann. Okay, da hat man irgendwie, dann irgendwie im Laufe der Zeit alle keinen Bock mehr auf SSL. Die behindertste Waffe. Ach, geil. Hat man irgendwie alle keinen Bock mehr auf das Spiel und deswegen. Ach komm, Alter. So, jetzt. Ich dachte, es wäre. Mann. Hat man alle keinen Bock mehr und deswegen. Mir dachte, na komm, das Spiel ist so geil. Da war ich dann Level 50 oder 60, wo man aufgehört hat. Ich habe das auch zwischen den Aufnahmen gezockt. Die anderen haben alle nie weitergezockt. Ich habe weitergezockt.
wenn ihr die SSL-Folgen von Matze schaut oder nochmal schauen wollt, wird wahrscheinlich alles, also geht auf alle Playlists und ich verlinke sie hier über die Infobox, weiß ich jetzt nicht auswendig. Da seht ihr nämlich, dass ich so ab Folge 7 oder 8 deutlichen Level-Vorsprung habe, aber Mikrofon ist trotzdem noch scheiße. So, danke mal der Punkt, wo ich echt auf das Spiel Bock hatte und wirklich Shadowplay hatte. Ich hatte Audacity, ich hatte schlechtes Mikrofon. Okay, das ist jetzt bekannt, dass ich mal ein schlechtes Mikrofon hatte. So fängt ja jeder irgendwo an. Und wir dachten, ja komm, maximal 5 Folgen Aufnahme. Und die letzte halt bei dir auf dem Main-Channel hoch. Also quasi wirklich auf dem Best-of, wo alle Best-ofs und so liefen. Ich kommentiere sowieso nicht von dem Spiel. Wo alle Best-ofs und so liefen, habe ich das halt hochgeladen. Und für die Zeit, die das Video oben war, ich habe nur 2 Folgen hoch. Ich habe über Nacht alle 5 Videos hochgeladen, wenn ich mich nicht schlecht erinnere. Ich habe über Nacht alle 5 Videos hochgeladen, die waren ja damals nur 17 Minuten lang, waren nicht ganz gut gerendert, die waren nicht groß, die waren nicht mal 1 Gigabyte groß, es ging somit recht schnell, 2 Stunden pro Folge über Nacht, 5 Folgen, das geht eigentlich. Dann habe ich aber gesehen, zum einen, dass diese eine Folge für mein damaliges Abo-Verhältnis bei Best Of, ich meine, war ja nur Pete's Meat, zu dem Stand war es wirklich nur noch Pete's Meat, war recht krass. Da kamen auch sehr viele, die nicht quasi den Channel wegen Best Of gesubbt haben, kamen da dazu. Haben wir gedacht, naja, okay. Da muss wirklich aber dann, das ist wirklich damals der eine Punkt, wo du deine Stats mal anschauen musst und checken musst, was abgeht. Dann war es aber so, dass die Folge einen Like und 5 Dislikes hatte. Hört sich jetzt schlimm an, aber dann haben sich halt die Jungs gedacht, also der Matze, der Stefan, der Julian, naja, du musst doch mal aus Spaß disliken. Das war tatsächlich ein Mitauslöser mit den steigenden Aufrufen. Ich sage einfach mal steigende Aufrufe, was sich irgendwie falsch anhört, aber ich habe halt gesehen, dass SSL doch irgendwie so ein Spiel ist, was allgemein recht interessant ist, was das Spiel an sich angeht. Dass es irgendwie das Narrative Software für YouTube gibt, war quasi so ein Nischentitel, würde Julian jetzt sagen. Habe ich halt dann eben aus den 2 Gründen, ich habe ja Dislikes am neuen Channel gemacht. Müsst ihr mal vorstellen. Alter, mach alle 3 Sachen. Ich habe quasi wegen Dislikes und den Aufruf einen neuen Channel erstellt. Der hieß dann auch erst Temponado. Weil der andere hieß ja dann Best of und Let's Play und der hieß dann halt nur Temponado. Okay, so viel, so gut. Ich sitze da mal. Warum habe ich überhaupt so viele Items? Ist ja wurscht. Dann. Wenigstens mal was Gescheites. Ah, Jackpot in der Kiste, warum nicht? Dann haben wir quasi einen neuen Channel erstellt. Der jetzt, der. Also, war quasi damals der 2. Channel, aber ich meine, damals hatte der bis auf 1500 Subs, der andere halt noch 0, war erst erstellt. Bis halt mal Kanalbanner und Name und Titel und erste Folge hochgeladen war, war nämlich zu dem Zeitpunkt schon Rainbow Six hochgeladen. Ich glaube, das war sogar auf dem Main auch hochgeladen. Deswegen gestern vor einem Jahr. Rainbow Six, Vorstellung, Valkyrie und Blackbeard. War das erste Video auf dem Channel. Zeige ich auch danach noch oder später. Zweites Video war dann eben SSL, statischer Stromschaden. Und es war auch somit, abgesehen von den Klicks und von Dislikes, war auch das Trennen von Best of und Let's Play, was spätestens ab der Kanalerstellung auch dann durch war. Dass ich wirklich sage, okay, da machen wir nur Best of, da machen wir nur Let's Play. Wobei Best of jetzt mittlerweile auch keiner kommen wegen Uni. Ich habe einfach keine Zeit mehr. So viel dazu zur Entstehung welcher Absicht. So, dann erstes Video und Anfang eines kleinen Kanals. Dieses SSL-Video, ich habe am Anfang gesagt, war quasi. Ich habe am Anfang in dem Projekt oder in den ersten 5 Folgen gesagt, ja, wir machen vielleicht so 5, 6, 7, 8 Folgen. Zum Reinschauen und was es halt damals war, noch die Absicht da. Nein! Damals war halt noch die Absicht da, dass ich Best of und Let's Play zusammen halt. Was natürlich jetzt durch den Stand von Trennung halt nicht mehr der Fall. Ich habe das ja davor schon produziert, vor der Kanaltrennung, musst du so sehen. Habe ich gesagt, naja, wir machen ein paar Folgen. Die erste Folge war quasi ein Beginn von über 400 SSL-Videos auf dem Channel. Wenn man Livestreams, normalen Folgen, die Punkt 5 Folgen, Sickest Shots, Livestream, Highlights, SSL, Disraeli, gut, das war jetzt eigentlich, das ist ja nicht mehr meine Folge eigentlich, aber es war quasi der Beginn von sehr, 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 sehr vielen Folgen SSL. Ich würde sogar sagen, dass über 50% auf dem Channel sind mindestens SSL, mindestens über 50%.
mindestens SSL. Weil was habe ich vergessen? Siegesschutz, Livestream hat letztes Rad SSL, Livestream, SSL 1 und 2, natürlich Update News, normal. Also Update News sind immer die Punkt 5 Folgen, zählen aber trotzdem halt als SSL Video. In der ersten Folge gesagt, dass es nur 5 bis 10 Folgen werden, sind es jetzt 400. Genau, was ich jetzt zeigen wollte, war das hier. Video Manager, Seite 20, weil da gibt es nichts mehr. Erstes Video, Valkyrie Blackbeard, ihr seht, veröffentlicht, 22.05., da werden sie den 22.05. Also was, es kam vor 4 Stunden, vor einem Jahr. Und das kam, also zum Aufnahmezeitpunkt, das kam quasi, das ist quasi der Beginn von was Großem. Zu den ganzen Aufrufen, so komme ich später dann nochmal. Warum fehlt jetzt ein Portal? Oh, Mini-Terror. Das bringt das aber trotzdem irgendwie scheiße, obwohl, ne? Ach komm. So, dann Punkt 3. Der Beginn eines von etwas Großem. Ich sag nur Folge 24. Hier. Und hier. Wenn wir kurz aufschreiben, jetzt habe ich blende es nämlich jetzt oben ein in die Infokarte, die Nuke-Folge. Das war so der Beginn, dass der Channel Aufmerksamkeit bekommt. Also, wie ich am Anfang gesagt habe, dass das Spiel doch schon auf einem anderen Kanal Aufmerksamkeit bekommen hat, war das natürlich jetzt in den ersten 24 Folgen auch noch da. Aber durch die Nuke-Folge hat das Ganze quasi eine regelrechte Explosion bekommen. Ich habe den Text geschrieben, ich lese einfach den Text mal vor. Alter, Zerfickung. Ach du Scheiße, Alter. Ich habe geschrieben, während ich also aufgrund der Aufrufe und der doch langsam steigenden Abonnentenzahl noch aufgenommen habe. Also ich hab gesagt, ich mache 5 bis 10 Folgen, aber die Aufrufe und die Abonnenten, die stiegen halt so stark und ihr wolltet mehr. Ich habe den ersten Kommentar ganz am Anfang geschrieben, aber wenn das alte Mikrofon war, das macht voll Bock, bringen wir da mehr davon. Stand für Folge 24 der Nuke an, also Level 80 Unlock. Da ich es für die Kanalgröße noch nicht für nötig empfand, mir ein gutes Mikrofon zu kaufen, diese Folge und viele, viele weitere in einer Ranz-Audio-Qualität aufgenommen. So steht es in meinem Text, in meinem Dokument. Ohne Scheiß steht da drauf, ich habe es gerade davor gelesen. Also wie gesagt, bei den Subs, die wir damals hatten, an dem Datum, wann kam denn der Nuke überhaupt? Der kam am 15.06. Also, nicht wesentlich später, sagen wir es mal so. Hatte ich denn gerade einen Fighter-Chat? Oh ja, geil. Ding, Alter. Diese Folge steht am 15.06. 17 Uhr bei der Auslöser einer Sub-Explosion, welche erst gut 2 Wochen später erst so richtig losging. Pass auf, warum ist auch jetzt 2 Wochen später? Am 30.06. ging es für mich aber erst mal nach Bulgarien an den Goldstrand, um dort unser Abi zu fallen. Wie gesagt, ich habe den Kanal angefangen, also das erste Video kam da. 2005, das waren die Pfingstferien damals. Ich hatte danach erstmal noch Abitur, also mündliche Prüfungen. Danach. Und davor bis 5. Mai, also 29. April bis 5. Mai waren die schriftlichen, oder bis 7. Mai, keine Ahnung. Und ich hatte mündlich am 30.05. und am 6.06. Vergleicht ihr mal das da. Das ist eine Woche vor meinem ersten mündlichen Abi gewesen. Ich habe da mit YouTube angefangen, also so richtig angefangen, also mit dem Kanal halt. Direkt im Anschluss, Donnerstag waren wir daheim, am 7.7. ging es am 9. an das war die Ostsee. Wobei tatsächlich dieser Urlaub mehr schlecht als recht war, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das die Nachwirkungen spürt. Ich hatte fetzende Erkältung, weil in dem scheiß Terminal beim Flughafen war es arschkalt. Also Kajal gemerkt hat, weil letzte Nacht 25 Grad gehabt und die haben durchgelüftet wie Sau. Zu dem Zeitpunkt kam ich immer eine Mail, wenn jemand abonniert hat. Also tatsächlich, weil bei einer Größe von 100 Subs freust du dich erstmal über jeden. Da hast du vielleicht mal 2 Mails am Tag gekriegt. Da weißt du, okay, dass sie einer abonniert. Da interessiert sich jemand für dich. Naja. Über Nacht waren es aber im Urlaub dann einmal 60 bis 100 Mails. Ja, gut. Ich beschwere mich jetzt nicht drüber, aber es war zu dem Zeitpunkt tatsächlich krank. Wir hatten jetzt teilweise Tage mit 200 Subs am Tag. Da geht auf mich. Glück habt. Diese Folge änderte alles an diesem Kanal und ist zurzeit die meistgeklickte Folge auf dem Channel. Das habe ich ja gerade gezeigt. Es entstand langsam eine Community und die Frage mit, kann man mal mit ihr spielen, kam immer öfter, bis später die erste Folge Abonnentenspiel kam. Das ist ja mittlerweile Standard, dass ich mit Subs spiele und auch immer selber die Lobby hoste. Folgten FAQs und andere Projekte. Nehmen wir es auf, die Nuke-Folge war quasi so die
Explosion, sag ich mal, weil es lag aber zum einen auch daran, dass viele, ich sag's einfach mal Engländer, gedacht hätten, quasi ich wäre englischer YouTuber. Deswegen auch die ganzen Aufrufe. Da gab es so viele Kommentare drunter mit German Title, English Title, but German Content und so ein Scheiß. Gab's oft genug. Folgt doch dann Laserbeam draus, aber darauf wollen wir gar nicht mal eingehen oder so. Ich weiß ja Noob-Bild, was hier gerade abgeht oder was. Nein. Wie gesagt, Nuke Unlock und Sub. Mach alle drei Sachen. Wenn du das jetzt mitnimmst, ne? Das ist geschenkt. Na, ich verstehe den Sinn. Aber ich würde es wenigstens probieren. Ich würde es wenigstens probieren, außer das ist Dingische. Wie gesagt, Nuke-Folge war quasi so der Beginn von etwas Großem. Eben mit 140k Views. Werde öfter mal rausgetappt, jetzt da ist ja bloß ein Ding. Sehe das? Über 1000 Likes, glaube ich, ist die meistgelikteste Folge. Ne, ich glaube, Gotträuber noch besser mit 3k oder so, weiß ich jetzt aber nicht. Das war auf jeden Fall Punkt 3, Sub-Explosion. Ich habe da quasi immer Mail gekriegt und über Nacht im Urlaub, wenn es gepennt hast, waren es einfach mal kurz 60, 70 neue Mails. Okay. Ich komme auch gleich dann noch zu sprechen über Aufrufe und wann war 1000 Abonnenten und sowas. Also mal Punkt 4, Laserbeam und Folge 100. Ja, also quasi und die Road to 100 Folgen, weil eigentlich waren bloß 5 angeplant, jetzt sind wir schon bei 100. Vielleicht trifft ja noch irgendwie einer, der hochkam bei 95, ich bin... Na. Laserbeam stand im Licht des Nukes. Und da Folge 24 gab es sehr viele Kommentare, warum der Titel Englisch ist, aber der Inhalt Deutsch. Zum dachte ich, es ist besser, den Laserbeam auf Englisch zu kommentieren, zum Hass meiner eigenen Community. Habt ihr im Endeffekt auch recht gehabt. Aber aus Fehler lernt man 8k Views, 270 Likes, 87 Dislikes. Ich muss mal denken, der Laserbeam, die schwerer zu bekommen ist wie Nuke, aber Nuke hatte 140k Views und Laserbeam 8. Ich habe mir gedacht, naja gut, hoffst du halt ein bisschen mehr. Da war schon ein wenig der Gedanke mit mehr Aufrufe dahinter gesteckt, aber habt ihr gesehen, wie ich mir ins Bein geschossen habe. Muss ich zugeben, aber aus Fehler lernt man. Zwischenzeitlich kamen die ersten Streams und das Projekt Ohren in the Blind Forest Big an. Das war gar nicht so früh. Ich hab's danach geschaut, musst du begonnen haben. Ich bin jetzt mal schon wieder dran. Deswegen spiele ich im Single, dass ich mich mehr auf meinen zweiten Bildschirm konzentrieren kann. Es kamen auch schon die ersten Livestream-Highlights. Irgendwann war es an der Zeit, Folge 100 voll zu machen. Da passt es natürlich gut, dass ich kurz vor Level 90 stand, was ich eigentlich gar nicht erreichen wollte. Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, vergleiche mal die Aussage der ersten Folge, Level 80 und Nuke wäre eigentlich schon ganz geil. Und tatsächlich, mehr passiert in der Folge auch nicht. In der 100er Folge ist tatsächlich nicht mehr wie passiert. Ist nicht mehr passiert, wie als das. Ich am Anfang ein schönes Pyrotechnik geschossen habe. Das ist jetzt WhatsApp, nicht wundern. Mein Handy ist fast leer. Deswegen brauche ich WhatsApp Web. So, ich entschuldige mich dafür. Fuck, Alter. Da wängt sie ruhig ein bisschen weiter rechts. Wie gesagt, Laser, wir haben uns eigentlich Bein geschossen. Wir waren bei Folge 100, Level 90. Blende ich auch mal ein. Und mehr passierte da auch tatsächlich. Jetzt kamen die ersten Livestreams auf Twitch damals noch. Wir werden auch demnächst wieder auf Twitch wechseln, wenn ich meinen neuen PC habe und OBS Studio funktioniert. Und dann Punkt 5, die nächsten 100. Ach du Scheiße, ist lang. Die nächsten 100 Folgen. Es folgten weitere 100 Folgen mit vielen, vielen Waffen-Unlocks und Upgrades, vielen, vielen Videos, Highlights und Streams. Nebenläufig kam mal GDA, mal Ori, mal irgendwas anderes. Sub, glaube ich, kam da schon. Wir schalten Sandfloor für Level 92 frei. Bei Level 95 gab es dann Jackpot. Jackpot war ja auch allgemein ziemlich geile Scheiße, wenn man das mal betrachtet, dass wir, glaube ich, den sogar im LS gemacht haben. Und ich glaube, zwei Folgen getrennt. Keine Folge getrennt, ich glaube eine Folge war Jackpot, die Folge, die am Tag später kam, die war dann mega Jackpot. Die wichtigste Folge überhaupt dürfte Folge Hashtag 143 sein. So, jetzt sind wir wieder beim Thema. Anschauen bitte, die Thema Fragen. In der mit dem Entwickler persönlich mit 6 weiteren Leuten spielen durfte. Ja, wieder recht schon Prozedur. In der ich mit dem Entwickler persönlich mit 6 weiteren Leuten spielen durfte. War Luck. Das war der 7.12. um 20 Uhr. 7 oder 17? Weiß ich gar nicht, ich bin dann kann ich mich konzentrieren.
In der ersten knapp gewonnen das Spiel, in der zweiten den Entwickler sogar gekillt. Kachem heißt der Typ, Entwickler gleich Developer. Somit entstand auch eine Freundschaft zwischen mir und Daniel, der meine Folge sogar auf seinem Steam-Profil verlinkt hat. Tatsächlich, Daniel wird keine Sau kennen, weil der sehr, sehr selten in Folgen mitspielt. Bis gar nicht mitspielt. Daniel, der war tatsächlich, wer Folge 143 schaut, der sieht einen Lobby-Namen Daniel. Ich habe die Folge nicht aufgenommen, weil ich habe halt auch so geil, so schau, ich war in die Ding geschrieben, in den All-Chat, dann in der Aufnahme, can I record? Da war ich halt dachte, mit Ketchum kannst du ja Konversation anfangen, so ein Scheiß, ne? Hat Daniel, glaube ich, aufgefasst und hat dann quasi sogar unter die Folge kommentiert, wenn dieses mit Anpinnen und Herzchen vergeben, schon damals gewesen, wäre ich jetzt hundertprozentig gemacht, und auch seine Folge auf seinem Steam-Profil verlinkt. I'm in this video, da glaube ich, drüber geschrieben. Seitdem sind wir auf Steam befreundet durch eine Zufallsbekanntschaft gegen Ketchum. Das müsst ihr euch mal denken, Alter. Daniel spielt zurzeit tatsächlich eher mit Gangi statt mit mir. Was aber nicht daran liegt, dass ich mit ihm nichts zu tun habe, will ich einfach daran, dass ich gerade eh nicht mehr so viel spiele, aber auch früher, ja, wir haben es auch öfter miteinander gespielt, aber in den Folgen war es tatsächlich nie der Fall. Und Daniel hatte ja auch Level 100 auch schon voll gemacht, also wir haben auf jeden Fall jetzt auch noch Level 100er. Diese Folge zählt über 3.000 Likes zu dem am besten bewertendsten Video auf dem Kanal mit fast 41.000 Views, da wird er verschrieben, zu den mit am meisten aufgerufenen. Ihr habt jetzt ein New gehabt und die Folge, wir machen später mal die top aufgerufenen Videos, machen wir jetzt am Ende. Diese 71 Dislikes kann man hier vernachlässigen, tatsächlich 3.000 Likes auf 71 Dislikes, das war mir so von scheißegal, weil ich Folge war bloß 15 Minuten lang. Kein guter Schnitt, sag ich mal, ich hätte natürlich da deutlich mehr draus machen können. Ich habe die Rohdatei sogar noch, wenn wir nochmal das machen, dann gibt es auch eine schöne Rohdatei dazu. Es gab auch ein Adventsgewinnspiel dazwischen und die Streams waren ab sofort auf YouTube, wenn es mal ging. Aber wir haben dann statt Twitch auf YouTube unseren Livestream gemacht. Außer wir hatten wieder so einen typischen Sonntag, wo wir dann nichts ging. Und wir hatten zum Beispiel irgendwie einen Special Stream vor oder so ein Scheiß. Da sind wir dann auf Twitch ausgewichen, gerade bei Chopper oder sowas. Da wird schon keiner treffen, oder? Mal gut gemacht, glaube ich. 7 Schaden bei Rom, obwohl der so lange fliegt, weil er rechts vor mir steht. Der wird nicht die Schuss, die Flugzeit benutzt, sondern die Distanz. Hier auf der X-Achse. Die Road to 100 wollte auch noch gemacht werden, was ein teils sehr frustrierender Weg war. Ich habe am Tag, glaube ich, 5 Stunden nur 4,1 gezockt. Und ich habe am Tag 20.000 XP gezockt, weil ich brauchte halt einfach. Da kamen, glaube ich, zwischen Folge 180 und 200 waren glaube ich, 3 Level-Ups oder so. Wenn ihr ein Disco habt, dann machen wir eine neue Lobby. Vergleiche Statistik, dann seht ihr mal die ganzen XPs immer in neue Ding und verlinkt. Gekrönt wurde es dann in Folge 200, die das Level 100 Unlock bereit hielt. Welche am Anfang sogar eine Zusammenfassung aller Level-Ups, die auf diesem Channel kamen. Wichtig, die auf diesem Channel kamen, nämlich zwischen Level 72, also Folge 1 quasi, und Folge 80, das war der Nuke. Habe ich sehr viel privat gezockt, hast du Level 75, glaube ich, habe da nie gesehen. Hä? Aber ich glaube, ab 80 habe ich da alles gesehen. Genau, habe ich eben sehr viel Brat gesagt, weil ich nicht gedacht habe, dass ich mehr Folgen bringe. Folge 200 erschien am 19.02., am 19. Februar, 17 Uhr. Und weißt du, im jetzigen Stand 53.000 Views auf. Will ich auch die Spiele noch starten, muss er da nicht. Weißt du, weil ich habe noch kein Ding gehabt. Ich glaube, weißt du was, wir starten, spielt es einfach mal so. So, jetzt wurscht. Ich will mich jetzt da nicht unterbrechen, 1000 Mal. Vielleicht wieder den Steam-Client-Error bekommen. Also 19.02. Fun-Fact am Rande. Ich hatte am 17.02. Mathe-Klausur. Ich bin heimgekommen und habe die Folge aufgenommen. Die 100er Folge. Die Klausur war um 8. Die 90 Minuten gedauert, dann war halb 10. Wir haben später angefangen, also war es 3:15. Danach noch unterhalten. Da bin ich Frust rausgelassen. Danach bin ich beim Laden vorbeigefahren, habe mir nur was gekauft zum Essen. Und habe ich sie danach quasi genau instant aufgenommen. Falls es bei Ludens Lobby stand, tut's mir leid. Warte aber mal. FFA und 3 Spiele. Nehmen wir mal 4 Spiele. High Wind Single Shot. Warte mal kurz. One Web Chen und RB 200p. Okay. Habe ich die quasi nach der Klausur aufgenommen, dann am 19.02. kam die Folge. Ach du Scheiße, wir haben Level 100er Lobby. Nicht online, ne? Ist ja wurscht. Fun Fact am Rande. Ehrlich gesagt,
Die wichtigste Folge zwischen 100 und 200 ist tatsächlich 143. Also so viel nochmal dazu. Punkt 6. Bildfolge 294 Ausblick. Lol, lol. Ich habe heute gar nichts geschossen. Da noch einige Waffen fehlten, ich auch noch Chopper wollte, was noch gut 120.000 XP nach Level 100 waren, ging es eben weiter. Zwischendurch haben wir Wolfenstein den New Order. Die Mille kam dann am 20.03.2017 um 17 Uhr. Ich habe es am 19.03. gemacht. Aber halt die Folge kam am 20.03. Wir hatten den Livestream Road to 1 Million. 61,5k Views. Somit fehlen ungefähr, also somit fehlen als Challenges bzw. als Waffen nur noch die 5 oder 10k Wins. Und halt die 10k Runden. GG, Alter. Wäre da nicht noch K-Champ? Am 9. Mai kam ein Update, was bei mir innere Unruhen auslöste. Jede Sau bekommt jetzt fast jede Waffe hinterhergeworfen. Nein, ich führe das jetzt nicht wieder aus mit dem Hinterherwerfen von Waffen. Man bekommt Godroys jetzt auch, wenn man einen Level 100er besiegt, Komma, Caps Lock, der Godroys schon hat, Ausrufezeichen, Caps Lock, Ende. Somit kamen jetzt auch neue Challenges dazu. Von den alten hat man aber als treuer Spieler über 200 Folgen schon alle. Jetzt stehe ich bei 294 bzw. 295, je nachdem ob das Video ASSL-Folge wird oder ob es als normales Video auffasst. Auf jeden Fall kommt es dann um 17 Uhr. Meinst du, es wird was? Geil! Und mir fehlen nur noch zwei Achievements, eigentlich nur noch eins, weil viele ja geschrieben haben, dass ich das Triple... Ich bin auch nicht aufs Spiel konzentriert, ich spiele eigentlich nur nebenbei. Weil ich viele geschrieben habe, dass ich dieses Triple Play Achievement schon längst bekommen hätte, bloß es halt nicht zählt. Wenn ich Bank Shocker gespielt hätte, hätte ich das auch schon längst, aber ganz ehrlich, das mache ich auch wurscht. Ja. Die Achievements baue ich jetzt gar nicht mehr aus, weil da muss ich gar nicht mehr mit anfangen. Was zwischen Folge 200 und 294 jetzt so kaum war, tatsächlich ein wenig... Halt wieder, lol. Wegen Waffenupgrades und als wichtigste Folge wohl Chopper, Folge 229. Das wäre eigentlich die wichtigste sein, die in dem ganzen Bereich überhaupt abging, um das mal noch aufzufassen. Ja, bringt man leider nichts, dass der da hinten, obwohl. Oh, pass auf. Ja, treff halt keiner, du Spast, ey. Mal kurz, ich habe es gesagt, Punkt 7, Abonnenten und Aufrufe. Müsst ihr denken, Kanalerstellung 22.05. 1000 Subs 21.07. Hoppala. Weil ich auf dem zweiten Bildschirm gesucht habe, deswegen. Das sind 2 Monate. Zwischendrin, ungefähr einen Monat vorher, kam Nuke. Und wir hatten ein bisschen Nuke. Das war nur Folge 24. Da gab es noch nicht viel zum Schauen. Jetzt sind wir bei 600 Videos insgesamt. Ziemlich früh, sag ich mal. 2013.8, also 4 Wochen später nicht einmal. Ein Monat später die 3000, ich war 5000. 12.11.5, das ist interessant, zwischen 5 und 6000, nicht genau eine Woche. 12.11. und 19.11. Das wäre interessant. Da ging es steil, warum weiß ich selber nicht, was kam denn. Mal gucken, was im November so kam. Da kam ja nichts Besonderes, oder? Wind, Spaß. Und am 30.11. waren es die 7000, also quasi in einem Monat, ne, Bullshit, in 2,5 Wochen 2000 Subs. Ich muss mal gucken, was ich im November alles hochgeladen habe. Dann die 10.000 gab es am 28.01. Falls ich immer leise wäre, weil ich mich nach rechts drehen muss. 10.000 gab es am 28.01. Wie gesagt, ich habe Danny angeschrieben, aber wenn keine Antwort kommt und keine Reaktion, dann gut. Dafür lasse ich überraschen. Ich sage da noch nichts dazu. 15.000 waren es am 24.04. Auch hier, das war ein bisschen kranker. 13.000 waren es am 6.04. Und am 4.5., also ziemlich genau einen Monat später, waren es 16.000. 3.000 in einem Monat. Aber was machen wir jetzt da am besten? Ich treffe aber auch nichts heute, ne? Luri treffe noch ein bisschen. Oh. Bester Schaden seit den Spielen. Und die 17.000 jetzt am 13.5. Und die 18.000, ich glaube nicht, dass die bis morgen kommen oder da sind. Könnte aber sein. Also quasi, man kann es festhalten, noch einem Jahr 17.700 Subs mit YouTube.
Bedingt auch durch ein Spiel, was ich natürlich regelmäßig zock, was mir Bock macht, was euch Bock macht und was wirklich, als ich angefangen habe, ein Nischentitel war. Das Spiel kannte gefühlt noch keine Sau, als ich das gespielt habe. Jetzt spielt es jeder. Hä? Liegt auch an den Steam-Trends, weil es ja in den Steam-Trends war. Noch kurz zu die Aufrufe. 500.000 am 8.10. 5 Monate, 4,5 Monate nach Kanalerstellung. Jetzt haben wir haben jetzt 12 Monate quasi, ein Drittel ungefähr. 500k. 1 Million am 23.11. Kannst alles in Analytics nachschauen, ich habe mir das nicht aufgeschrieben oder so. 23.11. 1 Million. 2 Millionen. 16.01. 1,5 Monate später. 1 Million Aufrufe. In 1,5 Monaten, das war viel. Auf 3 Millionen ist dann vom 16.01. bis zum 31.03. Das sind sogar über, das sind 2,5 Monate. Was habe ich verrechnet? Ne, tatsächlich nicht. Tatsächlich nicht. Ach, warum so groß? Weil zwischenzeitlich YouTube seinen Algorithmus umgestellt hat, weil die Aufrufe falsch gezählt wurden. Mir wurden über 300.000 abgezogen. Und kriege ich mal bei einem Stand von, was hat man im April 17, März 17, hatten wir 12.000 Subs. Ja, okay, da brauchst du ein paar Tage, bis du es wieder drin hast. Wieso? 4 Millionen jetzt am 4.5. Knapp 1 Monat und 5 Tage. Das ist krass. Gescheit recht. Und die 5, also 4,5 Millionen dann am 19.5. Also das war ja erst vor 3 Tagen. Und die 5 Millionen Aufrufe. Ob es noch was im Mai wird, wird sich rausstellen. Ich glaube es nicht. Weil wenn wir es vor 3 Tagen, na wohl, eine 500.000 machen wir im Schnitt in 2 Wochen. Jetzt im Schnitt sind doch manchmal 3 Wochen. Ja, wird's nichts. So, Punkt 8. Meistgeklickten Videos. Ich bin eh down, ne? Das passt eigentlich ganz gut. Dann gehen wir mal da oben hin. In WhatsApp gehe ich jetzt. Hallo, ist jetzt meine Maus. Hallo. Geht anzeigen statt neueste auf meist gesehen. Habt ihr eine ganze Übersicht? Muss gucken, dass man jetzt nicht zu viel sieht. Habt ihr mal die ganze Übersicht? Ach du Scheiße, Laser im Stream hab's ja auch noch. Ach du Scheiße, ich sehe es gerade zum ersten Mal. Was geht ab, Alter? Was geht ab? Seht ihr mal, das sind die besten Videos. Nuke-Folge 140.000 auf 1000 Likes. Best of Laser Beam Stream 93.000 Aufrufe. Fuck, da wollte ich gar nicht hin. Analyse ist ja ganz schlecht. Mal gucken, dass ich Karten muss nehmen, was ich nicht Karten. Alter Schwede! Also, dass man da 100.000 Aufrufe am besten Dank dafür bin ich. Wenn ich sehe, wann das Video kam, vor einem Monat. Kam die Woche nach Ostern. 1050 im Point-Bild, das verstehe ich mir nicht ganz. Die Folge kam im September, 1000 Likes auch. Chopper Unlock, 1 Million XP, 65.000. Das war auch auf. Das glaube, das war sogar voll mit dem alten Mikrofon. Wir können mal kurz reinhören eigentlich. Hallo, herzlich willkommen zur 54. Halt echt, Alter! Halt echt! Muss ich anfangen? Nein, ich will nicht anfangen. Halt echt, Alter! Zwar mit dem alten. Ach du Scheiße, Alter! 1000 Likes auf so eine. Bullshit, was sind wir da unten? 600 Likes, gut, Dislikes waren die Mikrofone, 100% das Mikrofon. Final Boss, ach du Scheiße. Gut, das war ja Missionen. Warum 009, weil es extra voll ist, eine Stunde. Level 153k, Double DT, 44, gut, das war mit Gangi sogar. Ich glaube, wenn wir DT Stream machen. Final Boss, das war Folge 12, ne? 3.6. 42k, Final Boss und oben ist quasi das Review, also das ist die zweite Version davon. God Royce Unlock, wie gesagt, 7.12. Folge kam 23.30. Warum? Ich habe die danach gerendert hochgeladen, aber gespielt habe ich um 20.17 ungefähr. 40.000 da, 3.000 Likes, das ist halt krank. Wie gesagt, solche Spezialfolgen, da ist halt der Like schon ziemlich geil. Wenn er dann Like, weil auch jetzt bei dem Laserbeam Story, auch bei dem Best of bei den Bildern, gucken bei Laserbeam, da 1500, das ist einfach Unterstützung ohne Spaß, das unterstützt mich so krass. Bei normalen Folgen sehe ich es nicht so eng. Auch bei Livestream halt jetzt 700. Gut, die Theorie, die kann ich auch erst, ne? Schätze zu Weihnachten 40k. Namensmissbrauch, das check ich ehrlich gesagt gar nicht, warum das hier abging. Waffenupgrades, auch sehr früh eigentlich, 5.11. Der Laserbeam Stream an sich nicht das Best-of, 30k. Apache aus der Kiste, das war 28.1. Das war 2 Wochen, bevor wir Chopper hatten. Wenn man so sieht, Livestream-Highlights da auch, das waren nicht die ersten.
Livestream halt jetzt wieder Sickest Shots, können auch alles mal reinbauen. Sickest Shots können wir einblenden bei 21:30. Die Folge geht jetzt, glaube ich, gerade eine halbe Stunde oder so. Blunderbuss Unlock 27k. Das check ich auch nicht, weil über 100 ums wollen Zipper. Kann man auch nach Like sortieren oder sowas? Ne, kann man nicht. Ja, wie gesagt, beste Folge immer noch der Nuke mit meinem Mikrofon. Was mich jetzt interessiert, ich bin dran, ne? Scheiße, Alter, ich darf nebenbei nicht spielen. Ich wollte mal kurz rein, weil ich den Nuke freigeschalten habe, was ich da gesagt habe. Ja, wohl. Da magst du das ganze Spiel nix, so magst 110. Ich hab Gigalura, hab ich auch mal 1-on-1, ne? Das war doch Level 100 gegen Level 100 ist die Folge. Pass auf, ich hör's da mal rein, ich will sehen. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Ach, von Shellshock Live. Und ich mach's mal ganz schnell. Ihr seht hier 335 XP bis zum Nuke. Ich hab wieder gesuchtet die letzten paar Tage. Länger nichts. Ich hab damals gehabt, oder? Nochmal so ein Spiel. Guck dir mal, wie viele Waffen wir noch gebraucht haben, Alter. Ich glaube, waren Siegerl, Zwarer, Halbsturm. War das jetzt schon Level 100? Minitar wird 100. 103? Ne, da waren wir es noch nicht. Ah ja. Bin ich jetzt wieder dran? Richtig, auch wie viel noch? Global Rang im Vergleich zur letzten Folge. Moment, waren wir nicht mal unter 900? Da, pass auf. Mein MVP? Mit warte mal, das hören wir. Jetzt muss ich mal meinen Schuss machen, sonst dauert alles viel zu lang. Ach, cool. Abstand. Mit Abstand. Ja, Nuke ist drin. Safe 8. Und wir haben's. Token earned. Weapon unlocked. Nuke. Schau dir mal die Waffenliste an. Vor fast einem Jahr. Part Tank, Part Chrome, Track. Aha, schauen wir uns direkt alles mal an. 7000 bis Black Hole. Sniper, Train, Strobe, Water Trio, 11 Bull, na, ging nicht so weit. Der verkommt nichts, Eure will ich beide auch mal machen, weil es da gerade steht. Gut, wir gehen hier raus, Abkreuzer, weil wir stehen sogar das da oben drüber, okay. Ja, so, es gibt noch zwei Punkte. Punkt 9, Vereinbarungsstudium YouTube, beziehungsweise Schule YouTube, wobei Schule halt eigentlich nur das Kolloquium, also mündlich habe ich diese zwei Dinger da. Abi-Fahrt und Verabschiedung zählt jetzt aber nicht so dazu, also Schule eigentlich nur bezogen auf die zwei Kolloquien-Dinger. Das war jetzt das, was ich sage, okay, ich mache mitten in der... Die fliegt auf unseren Bildschirm voll HD-Mause. Das ist jetzt echt nicht das Problem. Also Schule kann es eigentlich fast vernachlässigen. Wobei du sagen musst, dass auf dem Main-Channel... Ja, Best-of kam, also auf dem Ex-Main-Channel ja noch Best-of kam, und die waren halt tatsächlich mittendrin... In der 12. Klasse. Ihr habt ja wirklich dann jeden Tag so ziemlich alle Pizmeet-Folgen geschaut, die veröffentlichen, und da bist du oft rausgeschnitten. Nicht alle, weil viele Sachen haben mich gar nicht interessiert. Aber von denen, wie ich sie gebracht haben, war ziemlich viel tatsächlich dabei. Aber das habe ich trotzdem schon YouTube gemacht seit 2014 quasi. Studium während des Semesters eigentlich ganz gut mit YouTube zu vereinen. Ich habe verschiedene Hausaufgaben. Ne? Also früher, also im ersten Semester war es noch Informatik-Hause. Jetzt ist es trotzdem noch Mathe zeichnen Hause, da wollte ich mal da mache ich auch mal ein Video zu, wie das überhaupt abläuft, was ich überhaupt mache, wie man es überhaupt machen kann, so ein Tutorial. Ich lehne es mal ein Tutorial an, obwohl das nicht so weiter spannend wird. Aber trotzdem, dass ihr mal so einen Einblick habt. Was machen wir jetzt am besten? Ich hab doch keine Ahnung. Lässt, bin's da. Gangi. Ach, scheiße. Ja, wie gesagt. Du musst ja die ganzen Hausaufgaben auch bestehen und so, sonst kriegst du halt anscheinend. Musst du nur mal machen. Kostet alles Zeit, aber durch das Vorproduzieren und durch gute Planung ist tatsächlich gute Planung. Zum Beispiel Ostern und Weihnachten, wo ich halt 5 Folgen immer vorproduziere, das ist halt da ganz gut möglich. Dass du sowas in den Griff bekommst. Deswegen auch, ich sage immer, ich nehme recht bei dem Voraus auf, dass ich quasi mit dem Hochladen und. Nicht nur hochladen, doch hauptsächlich hochladen auf ist ja das Problem, da auch hinterherkommen. Weil mein Ding war es ja trotzdem ziemlich jeden Tag easy, Erfolge zu machen. Ist es jetzt auch. Sind Prüfungen jetzt etwas anders, wobei die ersten Semester nicht, also wobei das erste Semester nicht das Problem war. Vom Lernaufwand, Mathe war nicht viel Stoff, man muss es dann alles verstehen. Und ich habe auch in den Ferien dazwischen nicht gearbeitet. Jetzt im Sommer ist es so, dass ich die Prüfungen habe. Bis Mitte August, dann erbe ich bis Mitte September. Und dann ab Ende September sind die Prüfungen. Da wird es was anderes. Da ist es was anderes.
Da wird wahrscheinlich. Habe ich sogar drunter geschrieben. Mal gucken, was ich da ziehen. Jawohl. Gucken, was ich da drunter geschrieben habe. Ja, dann mal mit 10, was in 2 Monaten abgeht. Was ich aber noch sagen wollte, war. Das kommt nämlich gleich. Wie wir es dann im Sommer machen. Entweder machen wir jeden zweiten nach ein Video. Oder jeden nach ein Video. Aber wenn ich zum Beispiel Bock auf RSS habe, dann kommt halt an diesem Tag kein SSL. Ich meine, ich habe in dem Spiel eh nicht mehr so viel zu machen. Also wäre es, glaube ich, verkraftbar, wenn ich mal eine Folge scheiße. Ah, ging sogar. Mal kein SSL bringen. Da, letzter Punkt. Punkt 10, Ausblick in die Zukunft. Gibt's doch einen, der YouTube, wie schaut's mit RSS aus? Warum nur SSL im Stream Internet? Ja. Übermorgen kommt ja dazu ein Video tatsächlich über, ich nenne es schon mal Community Challenge. Wurde auch dann gesagt, dass man sowas am besten mehr im RSS machen soll. Bietet sich halt an, dass man sowas besser hinbekommt, kommunizieren kann und so ein Scheiß. Aber okay. Also zum Internet kann ich schon mal sagen, voraussichtlich bekomme ich 50k Breitband. Nein, Bullshit. Voraussichtlich bekomme ich ab Oktober 50k Breitband. Steht der Vertrag und ich habe wirklich die Übertragungsrate, dann ist das alles easy und dann können wir, ist schon mal der Stress wirklich weg. Bei dem bin ich sogar Kreuzeklasse, glaube ich, besser. Nur schon mal so viel zur Info für die, die sind interessiert. Okay, doch nicht, Blitze doch, merkt man. Obwohl, wenn der nochmal trifft, jetzt hat nochmal Grit, doch nicht. Weil dann, wenn ich auf 50 habe, können wir auch RSS, SS, Bullshit, RSS oder CS oder was auch immer streamen, ohne dass ich quasi sagen muss, okay, wir müssen auf 27p, auf eine Bitrate von 700, weil mehr geht nicht, sonst backs. Warte mal kurz. Ich hab die Silly Balls nämlich. Der treffen müssen. Ach, bloß. Der treffen müssen. Fuck. Warte mal, genau 1080p können wir auch mal machen. Genau, was man weiß nie, was in Zukunft kommt, besonders halt auf SSL bezogen. SSL ist halt das Main-Projekt hier und du weißt nie, wenn Updates mehr kommen, das ist das Spiel für mich auch langweilig. Also sage ich bald jetzt schon, wenn ich alle Challenges habe. Aber gut. Ruderwind. Da ich in knapp 300 normalen Folgen fast alles freigeschalten habe, hätte ich ja schon, wenn keine neuen Challenges gekommen wären, die alten aber genervt worden wären. Also quasi keine neuen Challenges, aber Nerf von den Challenges hätte ich ja trotzdem gehabt. Alle Challenges. Vielleicht Spoiler nach links. Ja. Ich will ja auf dem Main erst alle Achievements, dann auf dem zweiten Kanal noch leveln. Besonders, dass ich auch mal den Screenshot habe. Auf den kommt es jetzt auf jeden Fall an. Wenn man Flintlock anlockt, weil den Screenshot gab es ja nicht, besonders für uns Spieler, die schon über 2 Carbins hatten. Was ich noch sagen kann, was das Livestream angeht, wird jetzt erstmal interessant mit dem. Ja, stell ich halt noch öfter da rein, ey. Nicht einfach. Besonders was jetzt den Rundfunkvertrag an, Rundfunkstaatsvertrag angeht, beziehungsweise Rundfunklizenz angeht, ist es halt auch folgendes. Da man ja bekanntlicherweise weiß, dass man durch YouTube ein paar Euros dazu verdienen kann, was ich jetzt auch nicht hier unterschleift, das stimmt. Ist auch bei mir so. Ach, ach komm, jawohl. Ja, fick dich doch. Ist es dann einfach so, aber es wäre nicht viel, sondern hätte ich schon längst an Uni, an Laptop für die Uni, wo ich da hochladen kann, hätte ich schon längst am neuen PC. Hätte ich schon längst einen zweiten Bildschirm, wo ich einen Livestream-Chat ein Gechilder mitlesen kann, wisst ihr Bescheid. Den ganzen Spaß geht's jetzt. Und ist nicht so, dass mir das alles bezahlt wird. Sehen wir es mal so. Soll es ja auch tatsächlich gar nicht sein, weil man soll irgendwann mal lernen, mit seinem Geld umzugehen. Deswegen dauert es halt alles ein wenig. Wenn ich mit YouTube zum Monat 5000 verdienen würde, ja dann. Ha! Okay. Bringt euch auch nichts, weil ihr müsst ja versteuern und macht er trotzdem wieder Minus. Du musst halt auch da die Preisentwicklung sehen, weil ich weiß zum Beispiel von Drillux, dass der sich extrem
war einer, der das, haben sich viele beschwert, dass er quasi die YouTube-Preisentwicklung halt extrem gesunken ist. Also quasi, du kriegst nichts mehr quasi oder nur noch ein paar Prozent, vielleicht 20, 30 Prozent, ist wirklich ein paar Prozent von dem, was du früher bekommen hast, hast bei gleicher Aufrufeleistung und so einem ganzen Scheiß, ne? Deswegen macht jetzt auch er, deswegen läuft es auf sehr viel Sponsoring raus, auf sehr viel PP, also Product Placement. Nicht einmal das so wirklich, aber halt wirklich mit Sponsoring, dass du dich mit anderen Leuten zusammentust, die quasi was in deiner Branche mit zu tun haben. Oder halt auch eben hauptsächlich auf Twitch durch den Abonnieren-Button oder halt durch Spenden. Das ist viele, 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 die ich kenne, wechseln hauptsächlich jetzt auf Twitch, weil es bei YouTube halt einfach mehr nichts mehr zu holen gibt. Ich meine, mir ist das, ich sehe nicht den Geldaspekt ganz vorne, weil ich davon nicht lebe. Ich meine, ich studiere nebenbei, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe, auch immer noch YouTube. Wenn ich sehe, dass YouTube nicht mehr läuft, habe ich meinen Job und verdiene da mein Geld, weißt. Ist ja nicht so, dass ich jetzt davon leben muss und deswegen darauf bestehe, dass ich pro Monat, keine Ahnung, x Millionen Views brauche, dass ich x Euro habe, um halt irgendwas zu machen. Ne, ist es ja alles nicht. Ne, es ist halt immer so mit einem Nebenverdienst vom Studium her. So, jetzt sind wir gleich bei Studium und YouTube. Da kriege ich nämlich immer das Kotzen, wenn ich sowas schon wieder lese. Und zwar, warte mal, genau, spätestens wenn ich auf 50k habe, werde ich auf jeden Fall öfter streamen. Ich will es nicht darauf anstacheln, dass ich dann durch Spenden mehr Geld bekomme. Das ist ja jedem überlassen, ob er mir spendet oder nicht. Aber es gehen halt trotzdem viele in diese Richtung. Weil du bist da quasi live, du kannst direkt kommunizieren mit deinen Zuschauern. Und wenn wir das wirklich dann machen, wenn ich Breitband habe und ich mache öfter Streams, dann kommen definitiv nimmer jeden nachher voll SSL. Ich sage euch jetzt schon, wie es ist. So, was ich jetzt aber sagen wollte mit Studium und YouTube. Man liest ja oft genug, dass, wenn man sich neben dem Studium ein bisschen Geld verdienen will, sollte man noch einen YouTube-Account machen. Kannst du auch googeln, steht oft genug drin. Da kriege ich das kranke Kotzen. Warum? Eigentlich ganz einfach erzählt. Bis du mal mit YouTube überhaupt eine Auszahlung bekommst, du kriegst erst bei 70 Euro, die du verdient hast, eine Auszahlung. Weniger, du, wenn du sagst, du hast 50 Euro in dem Monat bekommen, das kriegst du nicht. Du musst dann nochmal am Monat warten. Wenn du da dann bloß 18 Euro machst, musst du nochmal am Monat warten. Heißt, du kannst tatsächlich über ein Jahr warten, bis du mal auf 70 Euro kommst. Da geht schon los. Jawohl. Du musst tatsächlich so lange warten, bis du diese Auszahlung bekommst. Gut, bei mir ist jetzt mittlerweile so weit, dass ich immer über den 70 bin. War aber am Anfang natürlich auch so, dass ich 3 Monate gewartet habe. Das ist jetzt nichts Neues, ist auch bei jedem so. Oder wahrscheinlich auch $70 sein oder so, ich weiß es nicht. Aber gut, also selbst ich hatte nicht jeden nach. Gut, mittlerweile ist es so, außer dass die, wenn es natürlich da die Werbe. Teil, den du bekommst, das läuft in Überwerbung, so hart sinkt, dann kann es auch sein, dass es bei mir wieder 2 Monate dauert. Na, aber okay, pass auf, wenn ich immer lese, dass du das was machen musst, bis du mal dein Geld bekommst, du musst ja eine Community auf, kannst du sagen, ich lade am Tag 200 Videos hoch, scheiß auf meine Community, scheiß auf Kommentare, geh auf nichts ein, sondern will einfach möglichst viel Klicks haben, mit möglichst viel Werbung schalten, da bleiben die Leute nicht lang. Du musst da schon irgendwas machen, ihr seht es ja bei mir. Ich bin jetzt nach einem Jahr so weit, dass ich jeden Monat eine Auszahlung bekomme, die aber tatsächlich plus minus 300% Schwankungen sind. Ich kann jetzt sagen, ich kriege jetzt pro Monat, was nehmen wir jetzt mal als Betrag, keine Ahnung, sagen wir mal 100. Da ist es auch mal ganz schnell da, dass ich dann nur noch 50 bekomme. Dann kann es aber sein, dass ich mal 400 bekomme. Das schwankt extrem. Das sind jetzt nur aus dem Himmel geholte Zahlen, die stimmen alle nicht. Die sind aber auch nie über 1000. Und da steckt eine Arbeit drin. Videoschnitt, Video aufnehmen, Video hochladen, kommentieren, Thumbnail. Gut, meine Thumbnails sind jetzt nicht die wunderschönsten. Da hat man zum Beispiel einen Zoom machen können. Das ist eigentlich so schwarz außenrum. Das sehe ich jetzt erst. Ey. Zum Beispiel, was wird da hatte Thumbnail tatsächlich, was er wegen hat. Das hier. Das war schweres Thumbnail, weil du musst die Bilder erstmal machen, ausschneiden, weil das
Weißt du was, ich zeig's einfach mal den Groß. Zeig's dir mal kurz den Groß. Vom Standarddehnung drin, weil es was mit Werkstoffkunde zu tun hat. Könnt ihr mal googeln. So, mach's mal kurz den Groß. Ach du Scheiße, das ist groß. So. So, ich hab übrigens Bilder in Groß an. Habe ich einen Zug verpasst? Kann sein. Der Rahmen ist immer das Problem, aber erst einmal, du musst den Rahmen dann wegschneiden, welche Waffe du auswählst, wo quasi Fire Weapon Items steht. Das hat man wegschneiden. Da musst du gucken, dass du dieses 1080p Bild, also 1029 mal 1080, aufteilst durch 4. Weil Problem war, dass Photoshop halt auf 10 mm steht. Schaust, wie ordnet man das am besten an und halt das Bild in der Mitte. Kannst du das Problem, aber das ist immer schon mehr Aufwand. Wie zum Beispiel jetzt hoher Thumbnail da. Was ist noch passiert? Ich sehe. Keine Ahnung. Jetzt auch mal wurscht. Ja, wisst ihr, das ist einfach so, okay, passt. Na, passt halt nicht. Okay, aber tatsächlich, ihr braucht mehrere hunderttausend Aufrufe mit YouTube mal, wenn was zu verdienen. Es ist nicht einfach aus dem Himmel geholt. Ich weiß es ja jetzt, ich kann es euch so sagen, ist es. Und mein letzter Satz ist eben, dazu braucht man die Community und gute Videoqualität, muss auf Kommentare antworten und auf die Wünsche seiner Zuschauer eingehen. Strich, das erreicht man aber nicht innerhalb eines Tages. Also wenn dir einer sagt, der studiert, ja mach doch YouTube, kriegst du einen Haufen Geld. Ha, war vielleicht vor 5, 6 Jahren mal so, wo du selber noch recht viel bekommen, lol, wo du selber noch recht viel bekommen hast. Ist halt jetzt leider nimmer so. Also du kriegst natürlich einen guten Werbeplatz zugewiesen, weil die Werbung ist immer auf deinen Content zugeschnitten. Wenn du einen ganz guten Werbeplatz zugewiesen bekommst, dann kriegst du natürlich mehr. Ne? Und ich setze jetzt ein Jahr dran. Also, mehr ist es so nicht zu sagen, also wer sich überlegt. Ich könnte zum Beispiel, ich könnte so viele sagen, ja mach halt Werkstudent. Erstmal kriege ich da, na, ich würde sogar mehr kriegen tatsächlich wie mit YouTube. Aber da fehlt die Zeit. Da fehlt komplett die Zeit dafür. Ich könnte keine Werkstatt machen, weil so wie der Sturm ist und wenn ich alles besuchen will, da ist vielleicht noch eine, ja, GG. Da ist vielleicht noch eine Sonderveranstaltung, hier bin ich noch 30 gedrückt. Du musst ja, sagen wir als Werkstatt, 15 Stunden die Woche arbeiten. Bei einem jetzigen Stundenplan würde ich höchstens 8 schaffen. Und darf dir bloß maximal 10 Stunden im Betrieb sein durchgehen. Dann kriegst du Abmahnung oder so ein Scheiß, keine Ahnung. Oder halt irgendwie sprechen mit dem Kabu. Das würde ich so nicht schaffen und dann müsste ich mich jetzt, deswegen mache ich da lieber YouTube. Das sind auch 15 Stunden die Woche, aber ich muss da nicht erst hinfahren. Und Wochenende darf ich sowieso nicht erwerben als Werkstudent. Glaube ich. Und heißt, YouTube kann ich übers Wochenende schneiden, rendern, hochladen, wisst ihr? Da bin ich nicht so gebunden, da kann ich von daheim aus machen, das ist entspannter. Natürlich kriegst du nicht, natürlich bei Werkstudent kriegst du am ersten nach dein Gehalt. Bei YouTube darfst du sehr, sehr lange warten. Also, wer es überlegt, ne, überlegt lang. Es gibt so einen großen Kampf, das macht ja jeder. Jeder macht Let's Play. Außer ihr habt was komplett Außergewöhnliches. Wie zum Beispiel Slifky Show, der kam aus dem Nichts und ist groß. Innerhalb von einem Jahr oder zwei Jahren. Ich weiß nicht, wie lange der. Ich glaube sogar schon 3 Jahre, oder? Die Böller kommen doch vor 3 Jahren schon. Oder 2 Jahren? Auf jeden Fall ist es lang genug. 1,4 Millionen Abs. So viel dazu gar nicht sagen. Auf jeden Fall wird das ein kleiner Überblick zu einem Jahr YouTube. Ich sehe gleich rum, sind bis 100 HP. Zum ersten Jahr YouTube. Wird schon noch ein zweites geben. Aber ich glaube tatsächlich, dass SSL nicht noch ein ganzes Jahr durchhält auf dem Channel. Sage ich euch, wie es ist. Gescheit recht. Aber gut, so viel will ich mal sagen. Ich ist einfach mal eine These von mir, weil ich werde das Achievement irgendwann haben. Ich werde das Schocker irgendwann haben. Und das wird. Außer auf dem Zweitkanal, aber ich will das Spiel nicht immer dran von vorne anfangen, ne, wisst ihr? Das lohnt sich irgendwie kaum. Ich weiß es nicht. Da steht eh. Da steht sehr Faker, pass mal auf. Ja. So, das war's genug gelabert auf jeden Fall. Eine Stunde hier knapp. Ich freue mich aufs Hochladen. Jetzt eine Stunde SSL, das schaffe ich bis morgen nicht. Also ich lasse über Nacht. Keine Ahnung. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser kleine Überblick. War natürlich ein wenig jetzt hier von dem Disconnect unterbrochen und sowas, aber war auf jeden Fall das ein erstes geiles Jahr. Und alle, die von Anfang an dabei waren, immer noch schauen. Besten Dank dafür, war ein sehr, sehr geiles erstes Jahr. Hoffen, dass das zweite noch geiler wird. Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich nebenbei studiere,
ist die ganze Sache da natürlich jetzt interessanter, besonders im zweiten Semester, wie es abgeht. Oder ich bin ja schon im zweiten Semester, deswegen. Wenn SSL nichts mehr wird, dann suchen wir uns ein neues Spiel. Aber ich glaube schon, das Update kommt jetzt auch. Wahrscheinlich wird es eh wieder verschoben, ich habe es ja nicht mitbekommen. Was machen wir? 24, doch, heute ist der 2. Übermorgen kommt's. Also für euch morgen. Ne, Bullshit, doch für euch morgen. Ja, gut. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Und an der Stelle bedanke mich fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Dabeisein, fürs häufige Liken, Kommentieren und auch rein subben, also rein abonnieren. Wie gesagt, Spezialvideos, die keine normale SSL-Folge, würde ich mich immer freuen über ein Like, weil es ist wirklich mehr, es ist wirklich sehr, sehr viel Arbeit. Und auch allgemein könnt ihr machen, ich meine, euch schadet es ja nicht. Aber ja. Morgen dann wieder Wolfenstein und SSL. Ich sage jetzt vielen Dank fürs Zuschauen. Auf ein neues SSL hier. Haben wir gerade 3 Gears bekommen? Wir hatten noch gerade 6979. 6997. Hä? Es gibt ja auch 3 Gears. Ja, wir haben auf jeden Fall 7000 Gears. Das war das Wort zum Sonntag. Ja, nicht zum Montag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen SSL der Wolfenstein. Bis dahin auf ein neues geiles Jahr. Bis dahin. Haut rein.